Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee, und kleiner Nook ist auch dabei. Heute möchte ich gern für euch einen super leckeren Wildkräuter-Power-Salat kreieren. Dafür bin ich jetzt hier mit euch im Wald, denn hier wachsen leckere Wildkräuter. Und die gehen wir uns jetzt mal zusammen anschauen und suchen. So, und jetzt schauen wir mal, was wir alles im Wald für unseren leckeren Power-Salat alles finden für leckere Wildkräuter. Hier sehe ich schon leckeren Löwenzahn. Davon nehmen wir ein paar Blätter mit. Juhu! Oh, leckerste. Vogelmiere. Gut zu erkennen an kleinen weißen Blüten. Waldsauerklee. Auch davon nehmen wir ein paar Blättchen mit. Es ist immer schön, in einen tollen Wildkräutersalat auch ein paar schöne Blüten mit rein zu tun. Jetzt ist gerade Frühling und hier gibt es gerade diese leckeren Huflattichblüten. Wenn es die natürlich nicht mehr gibt, kann man dann auch andere leckere Blüten nehmen, Löwenzahn oder was auch immer gerade schön blüht. Und hier habe ich noch die leckere Taubnessel entdeckt. Auch davon nehmen wir uns ein wenig mit für unseren leckeren Frühlings-Power-Salat. Köstlich. Und hier wächst noch eins meiner Lieblingskräuter. Huhu, da bin ich. Leckerer Giersch. Davon nehmen wir uns schön viel mit. Weil das mit das Leckerste ist. Super, ihr Lieben. Jetzt nehme ich euch gleich mit in meine zauberhafte Küche, wo wir den leckeren Wildkräuter-Power-Salat zusammen jetzt herstellen werden. Juhu! Am besten nimmst du so 2 Handvoll leckere Wildkräuter. Du kannst natürlich auch andere Wildkräuter nehmen als ich. Hauptsache, du nimmst die Wildkräuter, die du auch schon gut kennst. Also, wir haben jetzt hier im Wald gefunden leckeren Giersch, eine große Handvoll. Dann Löwenzahnblätter, Waldsauerklee. Als Blüten habe ich jetzt Huflattichblüten. Da kannst du natürlich auch andere Blüten nehmen. Weil es sieht einfach schön aus auf dem Salat. Dann Taubnessel und leckere Vogelmiere. Das, was hier so schön brummt, ist übrigens mein Baby. Dann machen wir an den leckeren Salat eine halbe Gurke, eine Avocado und eine Paprika. Bitte verwende möglichst schön Gemüse in Bio-Qualität. Dann habe ich hier leckere Alfalfa-Sprossen gezüchtet. Da kommen auch welche mit dran. Und 1 Teelöffel Zitronensaft. Habe ich jetzt leider keine richtige Zitrone, nehme ich heute mal aus der Flasche. Und das hier ist kein Schnaps, sondern Salzsole. Davon kommt auch 1 Teelöffel. Und das bereiten wir uns jetzt mal ganz lecker und dekorativ vor. Als erstes nehme ich die ganzen Wildkräuter bis auf die Blüten. Pack die ja alle schön auf einen Haufen, aufs Schneidebrett und zerschneide das jetzt erstmal alles schön fein. Dann nehme ich die Gurke und schneide sie in schöne Scheiben. Das Auge isst ja auch mit, das soll auch schön lecker aussehen. Dann kommt die Paprika. Und die Avocado. So sieht das schon aus. Und jetzt noch die leckeren Blüten. Tada! Und jetzt noch 1 Teelöffel Zitronensaft und 1 Teelöffel Salzsole. Und leckere Sprossen kommen jetzt noch drauf. Pling! Und fertig ist nun dieser voll leckere Wildkräuter-Power-Salat. Und den lasse ich mir nun schmecken. Und ich hoffe, du dir auch. Mmh.
war dieser tolle Powersalat mit Wildkräutern einfach köstlich. Drum werde ich jetzt hier noch einen super tollen Waldspaziergang machen und das Leben genießen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch mal auf meiner Webseite besuchen kommst, und zwar hier. Pling! Oder besucht mich doch auch mal auf Facebook oder YouTube. Ich freue mich. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.